hast alles schon ausgepackt, das heißt, man kann sich direkt an den Turniertisch setzen und sofort losspielen, Brettspiele ausprobieren, Spiel des Jahres kennenlernen, Games ausprobieren, direkt ans Backen oder ans Kochen gehen. Das heißt, bei uns kann man direkt loslegen und man hat am Schluss die Möglichkeit, es vielleicht zu kaufen, aber bei uns ist kein Kaufzwang. Also in der Swiss Toy Classic haben wir die Bereiche Famexpo Baby und Kreativ und die normale Swiss Toy mit dem Brettspiel. Und im Swiss Toy Digital Bereich ist alles rund um Videogames, Cosplay, E-Sport etc. Ich finde, es gehört einfach ins Herbstprogramm von jeder Familie, ist ein Pflichttermin, weil da kann man wirklich einen ganzen Tag Spaß und Emotionen erleben. Man kann sich beim Brettspiel duellieren, man kann in der Famexpo Baby sich informieren rund um Schwangerschaft und Kleinkind, geht drüber in Kreativ, dort kann man backen und kochen und schlussendlich landet man dann unten bei dem Nintendo und bei Sony und kann die neuesten Games ausprobieren.